Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play War Dragons mit Raxilon. So, heute mal das Thema Cocklor. Was taugt der mythische Jäger der Doomsmog Season Saison? Sag mal, Doomsmog? War es Doomsmog? Ach ja, Ladezeit. Es war die Doomsmog, yeah. Leute, vergesst nicht die Ice Cream Codes abzuholen. Ich habe es einmal nicht geschafft, das ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Also ich habe den Drachen habe ich mir geholt. Bin auch schon ein paar Mal geflogen. Er ist so semi. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich sehr gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist nicht sehr gut, er ist gut. So, ausgerüstet habe ich ihn jetzt mit Raserei-Rune. Er braucht auf jeden Fall einen Haufen Raserei. Mir sind leider die Dings hier ausgegangen. Die Meißel, sonst hätte ich hier auch noch eine Raserei Glyphe draufgesetzt. Er braucht sehr viel Raserei, also nehmt auch einen Reiter, der die Raserei mitbringt. Und dann schauen wir mal. So, erstmal gucken wir einen Atlas. Eine kleine Proberunde, sagen wir es so, ein bisschen zum Erklären. Weil er ist ein bisschen anders zu fliegen wie beispielsweise C4. So, nehmen wir ihn hier. Gehen wir drauf. Ja, Ladezeiten. Ja, ich weiß. So, dann gucken wir bei... Können wir eigentlich rausnehmen für den Moment. So, wie funktionieren die Zauber? Wir laden keinen ein diesmal. Obwohl, eigentlich kann man auch einladen. Kommt hier kaum einer mit. So, die Zauber folgendes. Dieser Zauber hier ist einfach stärker. So, dann haben wir hier einen Boom-Zauber. Boom, weg. Dann haben wir hier den One-Shot, der auch gleich ein bisschen heilt. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Und hier haben wir Unsichtbar. Und dieser Zauber, der ist toll. Der macht nämlich Bomb und weg ist es. Und dann kann man ihn direkt ohne Ladezeiten direkt wieder nehmen. Deshalb braucht er so extrem viel Rage. Bei stärkeren Basen, jetzt mal gucken, zack und wieder, zack und wieder. So. Jetzt können wir mal den hier wieder nehmen. Dann gehen wir drauf. Zack, runter. Zack. Also wenn man die Zauber gut timet, kommt man eigentlich locker durch eine 162er Turmbase. Probleme hat er mit der ersten Base, wenn die komplett ausgebaut ist. So, komm. Ich habe ihm auch exotische Teile mit draufgepackt. Die sind nicht hundertprozentig fertig, aber sie generieren auch nochmal zusätzlich etwas Rage und Heilung. Ja, jetzt gehen wir raus. So, jetzt probieren wir mal einen Gegner. Können wir gleich gucken. So, wir gehen mal nicht zu hoch. Naja, das ist bei mir das Problem. Irgendwie hängt er sich da ständig rauf. Wenn jemand einen Tipp von euch hat, einfach geben. 165er schafft er definitiv nicht. Jetzt gucken wir mal hier. So, die meisten Basen haben mittlerweile Blitztürme stehen en masse. Also nehmen wir unseren Drachen und nehmen den Blitz mit rein. Davon solltet ihr genug haben. Die gibt es immer in diesen Mini-Events. Ihr müsst echt aufpassen, dass ihr rechtzeitig den Cloak drückt, wenn der jetzt hier zum Beispiel, so, damit ihr nicht von den Mage-Türmen getroffen werdet. Und so, jetzt zack. Nehmen wir den. In der Zeit sollte sich das dann wieder akklimatisieren. So, dann den roten ausschalten. So, automatisch. Brauchen wir jetzt mal nichts.
Und jetzt kommen ja auch nur noch die Türme. Die Farmen, so. Da können wir jetzt mal den schnell reinmachen. Ach, Pompier nicht. Wir sind auch gerade mal wieder in einem Bauevent. So, nächster. Hier haben wir 155er Türme. Die sollte er eigentlich locker schaffen. Teamspieler einladen. Oh, Time Bandit. Spielt's auch schon länger. So, dann achten wir auf die Mages, falls einer da ist. Bam, 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 bam. So. Und zack. Gut. Die Schussfolge könnte ein bisschen schneller sein, aber gut. Nein! Jetzt wird's kriminell. Jetzt hoffen wir einfach, dass er auch rechtzeitig wieder da ist. So, und zack. So, ja, da kommt, komm, 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 komm. Komm, 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 da geht noch was. So. Also wie bereits erwähnt, er braucht extrem viel Rage. Also sorgt dafür, dass er extrem viel Rage bekommt, dass er sehr viel generiert. So, nächster. Jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo einen 160er finden. Der ist dann wieder zu hoch. 164, ja, das ist... Scott, du bist heute noch nicht fällig. So, 102, du müsstest 160er haben. Hier haben wir doch, guck mal. Das sieht doch gut aus. So, die roten Türme sind da, da und da hinten. Gut. Angreifen. Jetzt schauen wir mal. So, das Schöne ist, er hat wirklich... Da kommt wieder einer. So, perfekt. Dann schön aufladen. Ihr seht, also der Balken, der füllt sich so schnell. So, ja. Ja, jetzt hat man mal das bisschen Heilung gesehen. Und gleich wieder, wo ist der Rote da? Heilung nicht vergessen. Hat zwar nicht viel, aber immerhin etwas. So, zack. Das sollte so gehen, genau. Perfekt. Also die 160er macht er ganz gut weg. Probleme hat er, wie gesagt, mit den Blitztürmen. So, perfekt. Also wenn ihr eben zwei mythische Raserunen, eine Rune und eine Glyphe drauf passt, oder vielleicht sogar noch zwei Glyphen, dann habt ihr auf jeden Fall einen tollen Drachen, der überhaupt nicht mehr getroffen werden kann. Okay. Rüstung können wir uns noch mal kurz anschauen. Wo haben wir einen Archelos? Rüstung. Na gut, also die zwei sind schon mal hier, die zwei, die, das und das, die sind schon mal fertig.
Das andere ist Elite, da könnte noch was nachkommen. Ich habe mir auch schon die Jägermunition, da muss aber noch was gemacht werden. Und dann wird sich wohl demnächst mal eine dark-mythische Rüstung dazugesellen. Ja, das war's dann auch schon. Viel Spaß beim Drachenfliegen lernen und wenn euch gefällt, was ich tue, teilen, abonnieren, liken nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!